Servus! Servus! Ich wusste es! Wir kennen uns aus TikTok! Sicher, hallo! Servus, Guido! Servus! Grüß dich, hallo, der Luis! Ich bin der Guido! Hallo! Ich war die Einzige, die sich so gefreut hat, dass der Guido reingekommen ist. Und die anderen haben schon die Urfresse gezogen, nur weil der Guido bei der Tür reinkommt. Das ist auch der Tari, ihr Gesicht hätte es sehen müssen. Ich war dann ein bisschen enttäuscht. Jetzt ist gerade unser schöner Boy gegangen. Da hätte ich mich schon über einen neuen schönen Boy gefreut. Hände Schuhe. Servus. Servus. Ja. Servus, so viele Hände zum Geben. Ja. Servus. Wahnsinn. So viel Fächer wie ein Fernseher bist du halt bei Nante. Also ich habe damit gar nicht gerechnet, dass ein neues Pärchen dazukommt. Servus, hallo. Er ist aber total herzlich angekommen, also total offen. Also ja. Der Guido ist total offen gewesen und hat gleich drauf losgeplaudert und hat eigentlich einen richtig frischen Wind wieder in die Gruppe reingebracht. Wie cool, dass du jetzt da bist. Ich finde das so cool. Aber das Orge ist, ich habe das viel, viel Ärger noch vorgestellt. Tieferes Publikum noch. Nein. Ich finde, der Guido ist eine Kultfigur in Österreich. Ich finde ihn lustig, ich finde, er gehört einfach so zu ATV. Guido und Emre. Der ist schon lustig, aber mein persönlicher Fall, also so, dass wir jetzt privat super gut befreundet sind, ist er jetzt nicht. Ich finde, der hat eine lärmende Ausstrahlung schon mal gehabt. Ich finde ihn recht lustig, der ist recht. Ich habe zu Scott gesagt, und zu allen habe ich halt gefragt, ob das okay ist, wenn ich mit Scott schnacksle, weil wir halt noch sehr sexuell aktiv bin. Achso, für mich kein Problem. Ja, kein Problem. Steht ein bisschen auf ihn, oder? Achso, das kann ja gut sein, das stimmt. Okay, also das sind die das einzige Doppelbett. Das wo schlafen Sie? Jetzt wäre sie noch frei? Bei mir und beim Scott? Okay. Wäre cool, wenn du zu uns kommst. Du bist ein chilliger Kerl. Ich freue mich so, dass du da bist. Komm her nochmal. Lass dich drücken nochmal. Ich freue mich, dass du das so freust. Ich freue mich so, Ur. Du bist auch Italiener. Genau. Ja, weißt du, ich bin halb Italienerin. Ne? Mein Papa ist Italiener. Deswegen genau, müssen wir Italiener ein bisschen zusammenhalten. Ne? Da gibt es schon eine bestimmte Dynamik zwischen den beiden. Ali! Hopp! Für mich ist die Kletterei schon Challenge-Spur. Komm, ich halte von. Bevor ich mich umziehe, gehe ich aufs Klo. Das ist echt. Das ist echt. Ich bin morgen, kann ich vergessen. Komm, das ist so schlimm.